bei mir jetzt einer der größten deutschen Schauspieler. Und vor kurzem ist er 80 geworden. Aber das ist fürs Arbeiten völlig egal. Ob Film, ob Fernsehen oder Synchron. Er ist immer noch ganz fit und ganz viel am Arbeiten. Herzlich willkommen, Wolfgang Völz. Hallo. Hallo, Bodenwerder. Wie gefällt es Ihnen denn in Bodenwerder? Oh, mir gefällt es sehr gut. Ich bin ja Bodenwälder-Preisträger 1998, glaube ich, nicht? Ja, Sie müssen das wissen. Sie haben ihn noch bekommen. 98? Egal, danke. Sie haben ihn bekommen. Da vorne steht er. Da steht er. Und das ist der Baron Münchhausen auf der fliegenden Kugel. Wofür haben Sie diesen Preis denn bekommen? Für meine Lügereien. Ach, Quatsch. Natürlich, ja, sicherlich. Für meine Lügensendungen und für Captain Blaubeer. Genau, für Captain Blaubeer, da kommen wir gleich noch drauf. Sie sind auch nach Niedersachsen gekommen als Jugendlicher und haben, Achtung, nicht eine Schauspielausbildung hier angefangen, sondern eine Bäckerlehre beendet in Hameln. Ja, ich hatte in Polen schon Bäcker gelernt und habe in Hameln dann, was ist? Nö, das sind... Habt ihr irgendwelche Probleme? Das sind Leute, die sich hier fotografieren rüber wollen, glaube ich. Ich komme gleich mal rüber zu euch. Und das ist eine echte Drohung, passt auf da drüben. Zurück zur Bäckerlehre. Ja, und habe dann in Hameln ausgelernt und war sehr gerne in Hameln und bin dann von Hameln wieder nach Hannover gegangen und wieder Schauspieler geworden. Aber wieso waren Sie denn erst Bäcker und dann Schauspieler? Ja, das ist ganz einfach. Ich war als Kind schon Schauspieler. Und dann war der Krieg vorbei und dann wurde ich Bäcker. Und dann kam ich nach Hameln als Bäcker. Dann kam ich nach Hannover wieder als Schauspieler. Und jetzt sitze ich hier in Bodenwerder immer noch als Schauspieler. Und backen Sie heute auch noch Brötchen? Kleine. Das glaube ich nicht. Ich habe mal gehört, dass Ihnen die Gagen so wichtig sind, dass Sie sehr gut verhandeln können. Ja, ich bin sehr geldgeil. Also ich bin scharf auf Mücken. Und wir sind scharf auf Sie und deswegen wollen wir uns mal ein paar Ausschnitte angucken. Sie haben unheimlich viel gemacht und wir haben mal so ein kleines Spektrum von allem bereitgestellt. Gib die Werfer frei, ich trau die Brüder nicht. Sie denn erwartet? Na, zumindest ein Empfangskomitee. Ein leeres Fläschchen. Was lässt sich daraus schließen, Johann? Ach, ist das Leben nicht wunderbar? Jawohl, Leben, ich bejahe dich. Hein, du bist zwar blöd, aber kochen tust du wie Gott in Frankreich. Besonders die Kruste um die Kartoffeln, die war einfach. Das war keine Kruste, Captain. Das waren Folienkartoffeln. Sie haben die Folie mitgegessen. Ach. Da ist er, der Captain Blaubeer. Ja, einer meiner liebsten Sachen. Ja, und schon seit 20 Jahren. 25 Jahre mache ich das jetzt. Ist ja irre. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Ja, eigentlich wie die Jungfrau zum Kind. Der Walter Moers, der diese Blaubeer erfunden hat und auch die Sendung, also auch die Manuskripte geschrieben hat, hat gesagt, du musst das bitte machen. Da habe ich gesagt, ich habe ja mit Niedersachsen, wie heißt das? Hamburg-Norddeutschland so überhaupt nicht. Platschnackt so ein bisschen. Überhaupt nichts am Hut. Nimm doch einen vom Unsorg-Theater. Und da hat er gesagt, nein, ich möchte aber, dass du das machst. Und dann habe ich das gemacht und dann wurde es aus dem Stand ein großer Erfolg. Haben Sie so ein bisschen Schützenhilfe von jemandem bekommen, der so richtig platt? Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe bei einer Sendung, bevor ich das gemacht habe, mit Heidi Kabel gedreht. Heidi Kabel, gerade gestorben. Da habe ich ihr gesagt, Heidi, pass mal auf, ich habe eine Sendung angeboten gekriegt, einen Captain Blaubeer. Und ich habe natürlich ein bisschen Hemmung, das zu machen, weil ich gar nichts damit am Hut habe in Norddeutschland. Ich spreche dir jetzt mal einen Satz vor. Ich würde so sagen, na Kinder, was sagt ihr denn dazu? Habt ihr schon richtig... Da guckte mich die Heidi an und sagte, so willst du das machen? Das ist doch ganz schlecht. Oh Gott. Da hatte ich schon das richtige Feedback für die Sendung. Und dann wurde es ein Riesenerfolg, ne? Dann wurde es bis heute ein Riesenerfolg. Nächste Woche fangen wir wieder an, neu zu drehen. Haben Sie auch Gemeinsamkeiten, Wolfgang Völz und der Captain Blaubeer? Und Heidi Kabel? Ja, aber die war auch scharf auf Mücken. Ich dachte, die war auch scharf auf Sie. Nein. Scharf auf Sie ist aber Ihre Frau, die haben wir hier. Mit ihr sind Sie schon ganz, ganz lange verheiratet. 56 Jahre. Und immer noch... Und immer noch glücklich, ne? Nie an Scheidung gedacht, nur an Mord. Sie sind auch wirklich ganz ehrlich, also mit jedem hier. Sie hauen da manchmal ein paar Sprüche raus, ne? Was ist?
Ach, da drüben gibt's wieder ein bisschen hier. Unsere Kamera muss sich ein bisschen einfahren hier. Herr Völl, Sie hauen manchmal ganz schöne Knallersprüche raus. Da muss ja, Ihre Frau ja, ich sage, sein. Was ich denke. Dadurch habe ich auch keine Magengeschwüre. Aber das Ihre ist, Frau vielleicht? Das ist ja... Nö, nö, die hält das ganz gut mit mir aus. Kriegt ja gutes Wirtschaftsgeld. Kann sich manches davon kaufen. Sie haben auch mittlerweile 4 Enkelkinder. Wollen die eigentlich noch den Opa erzählen hören oder nur noch Captain Blaubeer? Die wollen nur die Kassetten hören und die Bänder. Die interessiert, wenn ich das sage, soll ich euch was vorlesen? Oh, bitte nein, leg lieber ein Band auf. Ehrlich? Ja. Die finden mich nicht gut. Und die macht mich manchmal richtig traurig. Nein, aber ich finde Sie ganz toll. Das Publikum findet Sie auch super. Und wir wollen gerne wissen, haben Sie noch ein paar Pläne neben Captain Blaubeer für die nächste Zeit? Was habe ich? Ob Sie ein paar Pläne noch haben für die nächste Zeit? Also zum einen Captain Blaubeer? Ja, natürlich wahnsinnig viel. Ich synchronisiere ja auch wieder. Obwohl meine großen Synchronstars, die ich immer gesprochen habe, Walter Matthau und Peter Ustinov, die sind ja mittlerweile alle tot. Ich habe nur noch Mel Brooks. Und der dreht kaum noch. Aber Captain Blaubeer, der bleibt ewig. Captain Blaubeer, das heißt also, bleibt Sie euch auch erhalten, Kinder. Wunderbar. Herzlichen Dank, Wolfgang Völz.